In diesem Video besprechen wir die Kamera- und Blitzeinstellungen, die ich verwende. Und ja, wir beginnen mit dem Blitz. Ich habe hier den Hensel Certo Blitz 200. Ja, 200 ist die Stärke. Ich empfehle für die Newborn-Fotografie ein 100er oder ein 200er. Bei einem 400er wirst du schon das Problem haben, dass du nicht mehr offenblendig fotografieren kannst. Deswegen lieber einen leichteren Blitz, damit du einfach offenblendig fotografieren kannst. Ja. Hier dazu habe ich einen Reflexschirm. Das bedeutet, ich blitze das Baby nicht direkt an, sondern ich blitze in den Schirm hinein und es kommt ein schönes, weiches Licht. Ich zeige dir das. Also das Licht reflektiert hier so schön. So, das ist hier gut sichtbar. Der Blitz blitzt hier rein und reflektiert ein schönes, weiches Licht. Durch die Abdeckung ist das Licht noch weicher. Und ich wurde schon gefragt, schadet denn der Blitz einem Baby? Also, dieser Blitz hier hat so eine Stärke, es ist so, als ob ich gerade jetzt die Vorhänge aufmachen würde beim Fenster und das Tageslicht kommt rein. Das stört das Baby nicht. Natürlich, wenn du direkt blitzt, das kann störend sein. Also wenn du das Baby direkt oder mit einem stärkeren Blitz anblitzt, kann das natürlich sehr störend sein. Ich habe das schon mal gesehen, dass das Baby so die Augen verdreht hat, wenn das Baby so direkt angeblitzt wurde. Und ich habe mich auch damals erkundigt, ob das dem Baby überhaupt schadet. Also das ist jetzt einige Jahre her. Und da habe ich gehört, es schadet dem Baby nicht. Aber es ist trotzdem beängstigend, wenn das Baby so die Augen verdreht. Deswegen würde ich sowas nie machen. Also ich würde das Baby nie direkt anblitzen. Ja, und was gibt es noch zum Blitz zu sagen? Er ist immer bei mir auf der leichtesten Stufe gestellt. Also wenn ich das Baby alleine fotografiere, ist der Blitz immer auf der leichtesten Stufe. In diesem Fall ist es das 5.1. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Kameraeinstellungen. Wie du schon gehört hast, ich fotografiere sehr, sehr gerne offenblendig mit meinem alten Objektiv, das 24-70mm. Das heißt, es hat einen Weitwinkel und auch ein leichtes Tele mit dabei. Und da konnte ich die Blende aufmachen bis 2,8. Habe ich natürlich auch gemacht, wenn ich das Baby alleine fotografiert habe. Bei Familienfotos habe ich auch mal offenblendig fotografiert, habe ich aber für mich einfach festgestellt, ich finde sie viel schöner, wenn sie wirklich komplett scharf sind. Ich mag die komplette Schärfe. Ich muss nicht immer die ganze Familie in einer Reihe haben, damit das mit offenblendig alle scharf sind, sondern ich kann sie auch ein bisschen hin und her schieben. Mit einer Blende 8 sind alle scharf. Und deswegen eben muss ich dann auch den Blitz anpassen, ein bisschen stärker, und ich gehe dann auch ein bisschen mit dem ISO höher auf 200 oder 300 drauf, damit ich einfach die Blende auch wirklich zumachen kann bei den Familienfotos. Ja, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Ich fotografiere seit kurzem mit dem Objektiv 85mm 1.2, das heißt, ich kann die Blende komplett aufmachen. Tue ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin bei 1.4 oder 1.8, wenn ich das Baby alleine fotografiere. Das 85mm Objektiv habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Allerdings ist es für den Outdoor-Bereich sowieso der absolute Wahnsinn, aber für den Innenbereich brauchst du genügend Platz, um dich bewegen zu können. Hatte ich früher in meinem alten Atelier nicht. Im neuen Studio habe ich genügend Platz und habe mir natürlich dann gleich auch den 85er geholt, weil ich ihn schon sehr, sehr lange haben wollte. Wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und dich gerade fragst, okay, welche Kamera, welches Objektiv brauche ich denn? Ganz ehrlich, es ist eigentlich egal. Also gerade für den Anfang ist es viel wichtiger, du lernst die Einstellungen der Kamera, du lernst mit der Kamera umzugehen, du lernst mit dem Objektiv, den du hast, umzugehen. Ich habe damals selbst mit einer Einsteigerkamera, mit der Canon 1000D begonnen. Sie hat keine 300 Euro gekostet oder 350 Euro und habe lange mit ihr fotografiert, bis ich wirklich alles gelernt habe. Und ja, da war auch nur das Git-Objektiv drauf. Und ich sage dir auch damit, wenn du die richtigen Einstellungen, wenn du die richtigen Lichtverhältnisse hast, kannst du mega schöne Bilder machen. Und ja, wenn du dann so weit bist, dass du weiter investieren möchtest, würde jeder sagen, empfehle ein 50mm Objektiv in der Babyfotografie, wo du die Blende aufmachen kannst. Ich glaube, bei 1.4 oder 1.8 ist das. Da überlege aber, wenn du eine Halbformatkamera hast, das heißt keine Profikamera, eine Halbformat, da musst du einfach den Crop-Faktor noch mitrechnen. Dann hast du nicht 50mm, sondern ungefähr
Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, das kann man sich auch im Internet aussuchen, wie man sich den Kopffaktor genau berechnet, aber dann hast du ungefähr einen leichten Tele von 70 mm. Deswegen, bei einer Halbformatkamera ist es eher besser, vielleicht in ein Weitwinkelobjektiv zu investieren, damit du mit dem Kopffaktor auf ungefähr, zum Beispiel ein 35 mm Objektiv, damit du ungefähr auf 50 mm kommst. Das ist halt die Empfehlung, und einfach auch wirklich schauen, wie viel Platz steht mir zur Verfügung. Vielleicht brauchst du generell ein Weitwinkelobjektiv, weil du einfach noch weniger Platz zur Verfügung hast. Da musst du einfach für dich schauen, was am besten ist. Das findest du heraus, indem du es einfach ausprobierst und schaust, wie viel Platz habe ich zur Verfügung, wie weit kann ich gehen, wie viel Licht brauche ich denn, habe ich einen Blitz, fotografiere ich nur mit Tageslicht. Das sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, was dann einfach auch die Kameraeinstellung natürlich beeinflusst und natürlich auch, welches Objektiv man nutzen möchte. Ja, das sind eigentlich die ganzen Infos zu der Kameraeinstellungen, und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare.